Wieder Brunson, wieder Maxi. Let's go, Maxi. Ey, da passiert's dann, dass die 42 von den Mavericks direkt aussieht wie die 41 von den Mavericks. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum Spielbericht zu Game 2 zwischen den Dallas Mavericks und den Utah Jazz. Oder, wie man es in Zukunft nennen wird, das Maxi-Kleber-Game, a.k.a. das Jalen Brunson-Game, a.k.a. Jalen Doncic und Maxi Nowitzki-Game. Und ich weiß, dass leider viele Leute heute den Joke schon gemacht haben, aber als ich das gesehen habe, die Ergebnisse, und vor allem als ich mir dann das Spiel heute Morgen angeguckt habe, dachte ich mir, ey, das schreibe ich in den Titel Jalen Doncic, Maxi Nowitzki. Und dann bin ich in die Game-Threads gegangen und habe gesehen, ah, hier und da wurde das schon von anderen Leuten geschrieben. Also war ich nicht der Einzige, der sich das gedacht hat, ist aber auch nicht wirklich verwunderlich. Also Jalen Brunson hatte 41 Punkte, Career High, 8 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals bei 60% aus dem Feld und 60% von der Dreierlinie. Und Maxi Kleber, ebenfalls Career High in den Playoffs, 25 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists bei unglaublichen 72% von der Dreierlinie. Jeden Wurf, den er genommen hat, war ein Dreier. Es waren 8 von 11 insgesamt. Und wir werden darüber reden, wie es dazu kommen konnte, dass die Mavericks so unglaublich viele Dreier hatten und dass auch Maxi Kleber einfach 8 von 11 ballern konnte. Das liegt natürlich auch stark an der Utah Jazz Defense und wir werden das in den Highlights gleich ein bisschen auseinandernehmen. Ich will noch kurz, bevor wir reingehen, zu den Jazz was sagen. Es war ja nach dem ersten Spiel die große Kritik an der Mannschaft, obwohl sie gewonnen haben, dass Rudy Gobert offensiv nicht genug eingesetzt wird. Es gibt sowieso schon das ganze Jahr über Meldungen, dass es einfach nicht so wirklich klappen will zwischen Donovan und Rudy und dass Rudy in der Offense immer so ein bisschen ignoriert wird und mit ein bisschen meine ich, er bekommt keinen einzigen Ball. Jetzt in diesem Spiel, nachdem es in den Medien und auf Social Media so groß wurde, hat man richtig gemerkt, wie die Jazz aktiv versuchen, dieses Problem zu attackieren. Das Problem ist nur leider, dass Gobert einfach wirklich absolut kein Offensivspieler ist. Und ich dachte mir die ganze Zeit, das ist so bitter jetzt für die Jazz, weil einfach jeder jetzt in jedem Angriff darauf achten muss, bekommt auch Rudy Gobert ja oft genug den Ball. Er hatte natürlich trotzdem seine 17 Rebounds, aber ja, wir werden uns das Ganze jetzt mal angucken, wie es lief. Also hier hat man jetzt ein schönes Zusammenspiel eigentlich gesehen. Da musste er jetzt nicht abschließen, sondern Donovan. Er hatte aber den Ball und war involviert in den Play. So, hier sehen wir Jalen Brunson mit seinem ersten Bucket. Und die Jazz, ja, seht ihr das? Also es wurde immer wieder am Anfang vor allem geguckt, dass man Plays für Gobert läuft. Das war schon auffällig. So, und hier ist es dann aber eben das Problem mit Gobert, dass er halt in keinster Weise... Also wenn so ein Kleiner hier wie Brunson hier dran ist, dann sollte er natürlich sowieso nicht dribbeln. Aber insgesamt hat er auch einfach nicht die Moves, um jetzt groß deine Offense zu beeinflussen. So, und hier hatten wir gerade einen offenen Dreier gesehen. Und offene Dreier sind so ein bisschen das Thema dieses Spiels leider. Denn ich meine, die Mavericks haben 22 Dreier getroffen, was schon unglaublich viel ist. Und von diesen 22, und das haben wir hier gerade gesehen, waren 17 davon uncontested. Also ohne nennenswerte Defense, hier weil Gobert hier absinkt. Jalen Brunson kann hier komplett frei den Wurf nehmen. Und wir werden das halt das ganze Spiel übersehen, dass die Jazz schon wieder, und er verstopft das Ding aber, und ich konnte das einfach nicht so wirklich verstehen. Und die Jazz haben dann auch irgendwann wieder aufgehört, ihm den Ball zu geben, weil sie, glaube ich, einfach nur so ein Statement setzen wollten. So, ey, seht ihr, es macht schon Sinn, dass wir dem den Ball nicht geben. Und sie haben viel versucht, über Whiteside dann zu spielen. Also ich spreche gerade ein bisschen mehr über die Jazz, weil wir haben noch genug Zeit, um über die Mavs gleich zu sprechen. Sie haben dann Whiteside rein, weil Whiteside halt ein bisschen besser nach außen rotieren kann, beziehungsweise ja jetzt hier auch nur in der Zone rumsteht und Maxi Kleber den komplett offenen Dreier gibt. Problematisch, sehr, sehr problematisch. Die wurden halt komplett abgeschossen. Also ich glaube, Brunson hatte auch 15 Punkte oder sowas im ersten Viertel, 21 in der ersten Halbzeit alleine. Und die einzigen Lichtblicke bei den Jazz waren eigentlich Donovan Mitchell, der aber auch wieder 30 Würfe nehmen musste für über 30 Punkte. Und wer ist es noch? Bogey auf jeden Fall. Und Clarkson hatten noch ein gutes Spiel. Aber sonst, ja, weiß auch nicht, bin nicht so richtig warm irgendwie mit den Jazz gerade. Schöner Move hier von Clarkson, schön den Ball laufen lassen. Ah, oh, das ist wunderschön gespielt. Jetzt noch da raus. Ah. Hier draußen wäre Haus, glaube ich, frei gewesen. Dann wäre es perfekt gewesen. Aber ging auch so. Oder war das Royce O'Neal? I don't know.
So, seht ihr das? Das ist immer wieder das Gleiche. Und das ist auch, das hat man ja auch im letzten Spiel irgendwann gehabt. Da gab es ja diese Szene, wo Rudy Gobert sich richtig abgefuckt hat auf Bojan Bogdanovic. Und das hier ist genau wieder die gleiche Situation. Oder vielleicht nicht die gleiche Situation, aber beide sind jetzt hier wieder. Seht ihr, es ist hier mehr oder weniger ein Pick and Roll. So, Rudy geht da mit. Rudy will immer dieser Anker, diese letzte Instanz hier am Ring sein. Und dadurch ist halt Brunson da aber dann komplett offen. Ich weiß nicht genau, was die Jazz machen können. Ich habe nicht das Gefühl, dass es bei denen im Team stimmt. Also ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Teamchemie gibt. Ich weiß nicht, wie der Lockerroom ist. Die Mavs wirken da viel, viel besser. Und was die Mavs auch sehr, sehr gut machen, ist wiederum selbst den Dreier zu verteidigen. Insofern, dass sie den Dreier einfach gar nicht erst wirklich zulassen. So. Es ist immer wieder von den Mavericks einfach nur Penetrate. Ein Pass raus, maximal noch einen Pass weiter, also ein Swing-Pass. Und dann ist das Ganze mit einem offenen Dreier eigentlich zu cappen. Dinwiddie hat ein paar Mal Rudy Gobert angegriffen, fand ich ganz cool eigentlich. Also ich habe fast das Gefühl, wir können jetzt direkt in die Crunch-Time gehen, weil das ist ja so repetitiv. Also ich weiß gar nicht, ob das gerade Sinn macht oder cool ist, sich so die Highlights anzugucken, wenn die immer wieder das Gleiche auf dem Feld machen. So, und bei den Mavs siehst du halt, die gehen viel mehr daran. Klar, die haben mit Maxi natürlich auch einen viel vielseitigeren oder kleineren Verteidiger natürlich auch, der da viel besser rauskommt. Und mit Dwight Powell, also die agieren da natürlich viel schneller. Seht ihr das? Also auch wenn das jetzt erfolgreiche Dreier sind, die Art und Weise, wie die Mavericks da immer wieder den Dreier zumachen, ist halt viel besser. Und auf der anderen Seite hast du Gobert, der jedes Mal absinkt nach unten. Und das ist halt auch dieses berühmte Gobert vom Feld spielen. Er hat seine Qualitäten, so, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich will jetzt kein reines Gobert-Bashing betreiben, dafür ist er einfach viel zu gut. Aber jetzt in diesem Spiel hat er mir so gar nicht gefallen. Aber muss man auch mal ganz kurz sagen, und das hat Charles Barkley, finde ich, perfekt auf den Punkt gebracht nach dem Spiel. Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie, das sind gute Guards, aber die Jazz-Defense lässt sie aussehen, als wären sie Kyrie Irving. Und das trifft es ziemlich gut. Man kann jetzt natürlich viel auf dieses Dreier-Thema gehen und da hat man auch wirklich einen guten Punkt. Also 17 uncontested Dreier geht einfach nicht. Aber zurück zu der eigentlichen Aussage. Jalen Brunson hat ja nicht jeden Bucket von der Dreierlinie gemacht, sondern der hat ja auch einfach im One-on-One die Guards gekillt. Und ich finde, da kam ein bisschen zu wenig Gegenwehr von den Jazz. Und man muss den Jazz eigentlich auch Props dafür geben, dass sie in dem Spiel geblieben sind. Weil ich bin ehrlich mit euch, also als ich es heute Morgen gesehen habe und auch jetzt, wo ich die Highlights nochmal sehe, ich denke mir dauernd, warum sind die eigentlich in dem Spiel? Das wirkt, als hätte Dallas die komplett abgeschossen die ganze Zeit. Aber wir haben hier mehr oder weniger immer ein ausgeglichenes Spiel. Wunderschöner Pass. Ja, Alter, und Maxi, ey, come on. Man muss drüber reden, wie schwer es ist, ready zu sein für so eine Situation in den Playoffs. Maxi hatte jetzt auch nicht die beste Saison gespielt. Ich weiß nicht, mit wie vielen Verletzungen er zu kämpfen hatte, aber er hat auch hier und da einfach mal nicht gespielt, weil er einfach wirklich schlechte Leistungen gezeigt hat oder einfach seinen Wurf nicht treffen konnte. Und dass er jetzt hier so ein starkes Breakout-Game hatte, freut mich natürlich mega für ihn. So, jetzt versuchen es die Jazz wieder so ein bisschen mehr über Whiteside. Wo ich echt jetzt aber auch erstmal in den Highlights sehen will, ob der da raus rotiert oder ob die auch mit ihm den Dreier komplett offen lassen. Naja, also Whiteside hat auch keinen Bock, die Dreier zu contesten. Ey, was war das für ein Spiel, Mann? Wir switchen übrigens gleich in die anderen Highlights, wo wir dann jede Possession sehen von den Finalen. Ich glaube, so 2:30 oder so sind das. 1:55, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. 1:55, die Finalen, da switchen wir dann rüber. Brunson in der Crunch-Time, Mann, ey. Aber wir haben jetzt gar nicht zum Beispiel viel über Donovan geredet, der hier mit einem Monster and One die Jazz weiter pusht. Also, ich weiß auch nicht. Es ist so schwer, über eine Mannschaft zu reden, wenn du merkst, dass da offensichtlich was nicht stimmt. Und wir haben jetzt echt nicht so viel über die Mavericks Defense geredet, aber die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Will ich nochmal betonen. Wieder Brunson, ey, so stark. Und auf der anderen Seite dann Donovan. Ah, ne, es ist Royce O'Neal. Tough. Wieder Brunson, wieder Maxi. Let's go, Maxi. Ey. Okay, gleich müssen wir ins andere Video.
So, ist jetzt die letzte Defense-Analyse, ich verspreche es, aber ich finde es einfach so interessant und ich will halt hier auch nicht einfach jetzt stumpf die Highlights ablaufen lassen, wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein interessanter Basketball-Fakt, über den man sprechen könnte. Also Spencer Dinwiddie attackiert hier, Rudy Gobert spielt eigentlich eine super Help-Side, da gibt es überhaupt nichts, dass er hier hingeht, weil Donovan wurde geschlagen, Dinwiddie könnte zum Korb gehen, du musst hierher kommen. So, und jetzt ist es so, dass Bojan Bogdanović hier oben gerade zwei Shooter verteidigen muss. So, und Maxi ist ready schon das ganze Play über. Wenn ihr guckt, seht ihr das? Dinwiddie ist noch hier oben, hat noch nicht mal seinen Mann geschlagen und Maxi ist die ganze Zeit ready für den Catch and Shoot. So, er ist ready. So, was jetzt Bojan macht, ist, er versucht zu erkennen, okay, auf welchen der beiden Shooter geht der Ball. Jetzt ist es natürlich so, dass Dinwiddie ein guter Guard ist und natürlich hier hinguckt, aber den Pass hier in die Corner zu Maxi spielt. Und dann seht ihr, man hat gesehen, Bogdanović hatte eigentlich hierhin committed. So, und jetzt ist es halt so, dass er dafür viel zu langsam ist, um hier raus zu rotieren. Ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, dass Leute sagen, ja, das wäre eigentlich Rudys Hilfe gewesen. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht. Also Rudy nimmt ja hier die Hilfe. So, jetzt muss Bogdanović hier raus rotieren. Das ist seine Hilfe. Und was dann passieren müsste, und vielleicht macht er das deswegen nicht, jetzt wird es richtig basketballastisch. Eigentlich, wenn Bogey jetzt hierhin rotiert, müsste er das mit allem, was er hat, machen und wirklich den Wurf zumachen von Maxi. Und was dann passiert ist, dass Maxi den Ball hier rausspielen würde. Er würde dann den Ball hier rausspielen auf Reggie Bullock. So, und das ist dann wiederum Goberts Hilfe, der ja gerade hier gegen Dinwiddie ausgeholfen hat. Der müsste jetzt dann hier den langen Weg machen, um Reggie Bullock zu verteidigen. Und das passiert meistens nicht. Also Gobert macht meistens diesen Weg nicht. Und vielleicht ist deswegen Bojan hier auch so ein bisschen spät dran, weil er einfach wusste, ey, selbst wenn ich da hinkommitte, dann geht der Ball halt da raus. Sorry, war jetzt sehr, sehr lastig. Sehr, sehr nerdlastig. Aber ich finde sowas mit der Herbstzeit immer sehr spannend. Und auf der anderen Seite, ey, Bogdanović, starkes Game von ihm. Ich will nicht, dass das untergeht. So, wir haben jetzt hier die letzte Possession. Nochmal Bogdanović, wieder der Turnaround-Jumper. Oh, mit ein bisschen Glück, toughes Ding. Ah, nee, guck mal, einen haben wir noch von Brunson. Ah, nee, wieder Finney Smith dann. So, und hier muss man sagen, also hier ist es Goberts Mann und er muss den auch verteidigen, weil hier drüben steht kein anderer Jazz-Verteidiger. Donovan ist an Brunson dran. Klar, du kannst ein bisschen dahin committen oder wie so ein Jab-Step machen und so tun, als würdest du dahin gehen, wenn du Rudy Gobert bist. Aber wenn der ganze Wing da offen ist, dann kannst du nicht komplett 100% da in die Helpside gehen. Nicht, wenn die Mavs dich das ganze Spiel von der Dreierlinie aus weggeballert haben. Das kannst du nicht machen. So, jetzt bin ich ins andere Video gegangen. Die finalen 1 Minute 55 Wild Ending Jazz gegen Mavs. Es war eigentlich gar nicht so wild, aber wir gucken es uns jetzt trotzdem hier in voller Länge an. Einfach nur der Vollständigkeit halber. So, Bogey kommt über den Off-Ball-Pick. Hat nicht getroffen. War aber ein gutes Play von den Jazz. Gibt's gar nichts. Utah ist hinten mit 5. Jetzt sehen wir gleich, was sie machen werden. Wahrscheinlich wieder das ähnliche Play. Weißt du, sie werden wieder zum Ball. Ja. Ja, ist genau das gleiche Play. Und da haben sie Glück, dass der nicht reingeht. Und hier ist dann auch wieder die Frage, okay, muss Gobert jetzt hier helfen? Der Mann ist komplett geschlagen. Er verlässt sich drauf, dass Gobert hier aushilft. Eigentlich ist es Donovans Hilfe. Das ist Donovans Hilfe. Und dann muss Gobert aber halt den langen Weg machen und hierhin, hier zum Shooter an die Dreierlinie. Und das macht er halt meistens nicht. Aber man kann nicht hier nur das Problem quasi bei Gobert suchen, weil die anderen Jungs müssen genauso rotieren. So, 1 Minute 14 noch. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt ganz zu Ende gucken, weil es war dann so viel mit Foulen auch. Und guck mal, das meine ich ja, der Brunson ist so schnell an jedem Verteidiger vorbei, an dem er will. Und die machen ihn hier echt... Schau mal, der ist jetzt schon vorbei. Wenn er attackieren wollen würde, wäre er jetzt schon vorbei gewesen. Das ist auch zu schwache Defense da oben. Mike Conley übrigens 0 von 7. Auch kein tolles Spiel von ihm. Ah, guck mal, ein Corner-Dreier. Ja, Glück gehabt, dass die hier Back-to-Back nicht getroffen haben, sonst wäre das Ding noch viel einseitiger geworden. Starker Layup von Donovan geht leider nicht rein. So, und jetzt gucken wir mal. Jazz foul noch nicht. Müssen sie auch noch nicht. Sind noch 5 Punkte. Oder foulen sie jetzt? Ich habe das Gefühl, Bogdanović hat schon zweimal versucht zu foulen. Jetzt foult er. Ja.
Weiß nicht genau, warum sie da jetzt... Also er wollte faulen, die anderen irgendwie nicht. Da gab es scheinbar eine Miscommunication. So, Brunson macht, ich glaube, einen oder beide Freiwürfe. Ich will nur noch mal sehen, ob die Mavs jetzt noch mal dieses eine Play machen. Letzte Möglichkeit hier für die Jazz. Kommen über den Layup von Bogdanovic. Also die Jazz waren full on in dem Game. 26 Sekunden, 5 Punkte. Du musst nicht faulen. Du musst... Ah, okay, sie faulen. Hier macht er jetzt nur einen von zwei. Fand ich witzig, dass er MVP-Chance bekommen hat. Jetzt ist aber die letzte Jazz-Possession, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ach, Airball. Ja, und damit ist es durch. Ehrlich gesagt war das die Serie, die mich am wenigsten interessiert hat von allen Erstrunden-Matchups. Also die Mavs ohne Luka und dann gegen die Jazz. Und die Jazz in den Playoffs sind eh immer nicht so schön anzugucken, leider muss ich sagen. Aber jetzt finde ich es super spannend, weil wir diese ganzen Storylines haben und weil wir halt genau wissen, worauf wir zu achten haben, beziehungsweise was jetzt so deutlich nicht bei den Jazz funktioniert hat in diesem zweiten Spiel. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie da justieren wollen, wie sie das anpassen wollen fürs zweite Game. Vielleicht noch einmal, um es deutlich zu machen, der Unterschied. Also die das hier sind die Dreierversuche der Jazz. 29 haben 11 getroffen und die Mavericks haben 47 Dreier genommen und haben 22 getroffen. Also ihr seht, euer Team kann 20 erfolgreiche Dreier treffen und trotzdem gerade mal so gewinnen. Aber sehr, sehr nice auf jeden Fall für die Mavericks, die sich mega gut verkaufen, meiner Meinung nach, ohne Luka und jetzt vor allem zu Hause es verhindert haben, 0-2 in Rückstand zu gehen, sondern einfach 1-1 ausgeglichen haben. Jetzt können sie in Utah, meiner Meinung nach, sicherlich auch ein Spiel klauen. Ich glaube nicht, dass Utah so uneinnehmbar ist, was den Homecourt angeht. Und dann hätten wir eine komplett offene Serie 2-2 nach den ersten vier Spielen. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und ey, behaltet das im Auge so ein bisschen. Die ganze Beziehung Donovan Mitchell, Gobert, aber eben auch, wie die Jazz jetzt für die nächsten Spiele verteidigen werden. Weil also sowas darf halt nicht mehr passieren. 17 uncontested Dreier, Alter. Da passiert es dann, dass die 42 von den Mavericks direkt aussieht wie die 41 von den Mavericks. Wir haben heute noch drei weitere Spielberichte, die droppen. Also einfach im Laufe des Tages immer mal beim Kanal abchecken. Oder, was ich eigentlich überhaupt nie sage, aber wenn ihr Bock habt, abonniert, dann bekommt ihr es halt in euren Feed oder ihr bekommt direkt irgendwie eine Benachrichtigung, wenn es online geht. Danke euch fürs Zuschauen, haut rein, wir sehen uns später. Peace.